kennen Sie solche Eltern, so Power-Eltern, so. Ich nenne sie pädagogisch hyperaktiv, sind häufig in meinen Vorträgen. Wenn du es mit Kindern zu tun hast, hast du es immer mit zwei Kindern zu tun. Dem Kind oder den Kindern vor dir und dem Kind in dir. Jenes Kind, was du warst und immer noch bist. Barbara, 9 Jahre, hat mir neulich gesagt, Herr Rocke, meine Mama will mein Bestes. Was bleibt dann für mich? Kinder sind Philosophen und es empfiehlt sich, ihnen hin und wieder zuzuhören und das ernst zu nehmen und nicht immer nur zu belächeln. Deine Aufgabe für morgen. Verwendet das Wort wir einmal nicht, sondern nur das Wort ich. Das ist Hardcore-Pädagogik. Annika schreibt, wenn Kinder in der Schule mit anderen Kindern Streitigkeiten haben, sollte man sich da einmischen? Nee. Mit den Eltern sprechen? Nee. Mit dem Lehrer? Ich hoffe, dass der Lehrer mit den Kindern spricht, das reicht.